Ich bin Helmut Metzner, geschäftsführender Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die nach dem Mediziner, Sexualwissenschaftler und Vorkämpfer der Emanzipation von Menschen unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher Identitäten genannte Stiftung forscht zur Verfolgungsgeschichte queerer Menschen, um an das ihnen angetane Unrecht zu erinnern und weitere Diskriminierung vorzubeugen. Dabei arbeiten wir gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Deshalb habe ich mich gern für das Bündnis gegen Antiziganismus engagiert und tue es weiter. Wir nur vermeintlich schwachen Teile der Gesellschaft dürfen uns nicht vereinzeln lassen. Beim Blick auf die Gedenkstele für den Völkermord an den europäischen Sinti und Roma erinnere ich mich an meine Zwischenprüfung im Studium der Geschichte. Zu interpretieren war eine lateinische Quelle aus dem Mittelalter. Sie berichtete davon, dass jüdische Familien bei einem Pogrom in eine Synagoge eingeschlossen wurden und dort den qualvollen Flammentod erlitten haben. Ich musste mehrfach prüfen, ob ich die Quelle richtig übersetzt hatte. So fassungslos machte mich die Schilderung. Das Bild hier zeigt, dieses Mittelalter der Menschenfeindlichkeit dauerte in Europa bis weit ins 20. Jahrhundert. Vorurteile wirken fort, bis heute. Im Bild sehen wir den Gedenkort für den Mord an Sinti und Roma, die 1943, vor 80 Jahren, in der Ukraine in einer Scheune verbrannt wurden. Vor der Kulisse einer nahezu idyllisch anmutenden Waldlandschaft erinnert eine Stele und Gedenkplatte an die Mordtat. Dieser Gedenkort steht für viele scheinbar friedliche Orte, die eine schreckliche Geschichte bergen. Dieses gestörte Idyll macht deutlich, wie Hass in den Alltag der Menschen einbricht und ihr Glück zerstört. Unsere Freiheit, die offene Gesellschaft, sie sind täglich bedroht. Wir bewegen uns auf einem breiter gewordenen, aber immer noch gefährdeten Grat. Deshalb werbe ich für Aufklärung gegenüber Vorurteilen und Solidarität innerhalb und mit den Communities. Vielfalt macht die Gesellschaft reich. Einigkeit darüber macht sie stark. Sie macht uns alle stark.